Ja, moin, moin und herzlich willkommen, liebe Nachtschattenfans und Psychonauten, zu einer weiteren Ausgabe eurer Nachtschatten-Television. Jetzt im Winter, der Schnee ist da und die Vorweihnachtszeit beginnt. Und da wollen wir euch natürlich auf keinen Fall unsere neuesten Produkte, unsere neuesten Medien und unsere derzeitigen Aktionen vorenthalten, ihr Lieben. Wie immer geht es los mit den Büchern, die jetzt neu erschienen sind. Ich hatte es schon avisiert in einer der vorigen Folgen. Kevin Johans Schamanengarten ist jetzt in die zweite Auflage gegangen und gerade herausgekommen, ergänzt um neue Monographien, um zahlreiche Seiten. So ist es nicht nur eine Neuauflage, sondern auch eine neue Ausgabe, eben um einen ergänzten Inhalt erweitert und auch jetzt im Softcover-Format, ihr Lieben, für euch jetzt bestellbar und verfügbar. Dann ebenfalls hatte ich in der vorigen Folge schon mal einen kleinen Einblick reingewährt, das neue Magazin Lucys Rausch Nummer 16. Ihr seht unseren super geilen Comic Ganesha, der auch schon so ein bisschen darauf hinweist, worum es geht. Wir verquicken hier den Hanf, die Comics und die Pilze miteinander. Ja, in der vorigen Ausgabe eurer Nachtschattentelevision hatte ich schon mal einen Einblick ins Heft gewährt und ihr findet natürlich auch auf issue.com eine Preview, eine digitale. Die Links dazu wie immer unten in den Shownotes und wir gehen auch nachher nochmal auf dieses wunderbare Magazin kurz ein. Was ebenfalls jetzt ganz bald lieferbar sein wird, ist endlich mein eigenes Ketaminbuch. Ja, ihr Lieben, ihr wartet schon lange drauf. Wir haben viele Vorbesteller. Das geht jetzt in Kürze in Druck und wird auch vor Weihnachten dann endlich noch ausgeliefert. Tut mir leid, dass das länger gedauert hat als geplant war. Über ein Jahr jetzt hätte das Buch schon draußen sein sollen. Diverse Umstände haben dazu geführt, dass es eben dann doch jetzt erst fertig ist. Dafür ist es auch um einiges dicker, umfangreicher geworden als zunächst angekündigt, ihr Lieben. Kommen wir also dann jetzt mal zu unserem heutigen Hauptbeitrag. Passend zur Weihnachtszeit, passend zum Winter, habt ihr im Titel schon gelesen. Fliegenpilz und Weihnachtszeit heißt die heutige Folge. Und so lese ich euch jetzt hier aus Wolfgang Bauers Buch Der Fliegenpilz mal einen passenden Abschnitt vor des Titels Weihnachtsbaum und Fliegenpilz, ihr Lieben. Und danach gucken wir mal, was noch alles so mit Lucys auf sich hat. Und dann haben wir auch noch den Adventskalender des Hanfmagazins, den wir auch in der vorigen Folge schon mal angerissen hatten. Da will ich euch mal beispielhaft zeigen, was da alles für tolle Sachen drin sind. Doch zunächst einmal zu unserer Lesung Weihnachtsbaum und Fliegenpilz. Der Gedanke ist nicht neu. Gab es, gibt es eine uralte Verehrung bestimmter Bäume, wie zum Beispiel Koniferen und Birken, deshalb, weil sie die Wirte psychoaktiv wirkender Pilze sind? Die Ethnobotaniker Christian Rätsch und Claudia Müller-Ebeling hierzu in ihrem Buch Weihnachtsbaum und Blütenwunder. Zitat Anfang: Bis heute haben Menschen zu Bäumen eine besondere, ja geradezu magische Beziehung. Schon immer erkannten sie in ihrem hohen Wuchs, die gen Himmel erhobenen Kronen und den fest im Boden verankerten Wurzeln ein bedeutsames und überaus vielschichtiges Symbol. Bäume verkörperten die Verbindung zwischen Himmel und Erde, vor allem wenn sie andere in der Höhe überragten. Sie waren Stammbäume und Lebensbäume, Bäume der Erkenntnis, Weltachsen und Weltenbäume. Die Weltenbäume sind Symbole der sich entfaltenden Schöpfung, geistige Stammhalter, schamanische Himmelsleitern zu anderen Welten. Sie sind nicht nur Lieferanten von Rohstoffen, Baumaterial und Nahrung, sondern in manchen Fällen auch Quelle entheogener, aphrodisierender und heilsamer Medizin. Zitat Ende. Mit immergrünen Bäumen und Zweigen an und in den Häusern drückten die Menschen vor der Glaubenswende, zur Zeit der Wintersonnenwende, die Hoffnung für das Wiedererwachen der Natur aus. Das Grün sollte auch bösen Geistern den Eintritt verwehren. Auch im Mittelalter schmückte man Kirchen und Häuser mit grünen Zweigen und Girlanden, den Weihnachtsmaien. Es wird vermutet, dass der Weihnachtsbaum seinen Ursprung in den mittelalterlichen Krippenspielen hat. Vor dem Spiel an der Krippe wurde ein Paradiesspiel, die Geschichte von Adam und Eva, aufgeführt. Vom Paradiesbaum, einem immergrünen Baum, wurde ein roter Apfel als Frucht der Erkenntnis gepflückt. Unabhängig vom Krippenspiel erkoren sich Bruderschaften und Zünfte den Paradiesbaum als Weihnachtsbaum im Sinne eines Symbols für die Weihnachtszeit.
Die roten Äpfel haben sich noch in unseren roten Christbaumkugeln erhalten. Aus dem Elsass, aus Straßburg, ist 1605 der erste Christbaum belegt, der als Gabenbaum geschmückt war. Für die Menschen symbolisiert er auch heute noch Lebenskraft und Fruchtbarkeit. Dass Menschen neben Christbaumkugeln, die es seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts gibt, auch Fliegenpilze und Tannenzapfen aus Glas an ihren Weihnachtsbaum hängen, ist keineswegs willkürlich. Beide, die Zapfen wie auch die Pilze, sind Früchte desselben Baums. Die Zapfen werden in den Zweigen gebildet, die Fliegenpilze sind die Früchte des Pilzmyzels, das mit den Wurzeln des Baums in Symbiose lebt. In dem Weihnachtskinderbuch »Der Maulwurf feiert Weihnachten« behängt ein Maulwurf seinen Tannenbaum mit allerlei Knabbereien für sich und seine Freunde. Zu dem Dörrobst, mit dem er den Baum schmückt, gehören auch getrocknete Fliegenpilze. Denn der Maulwurf möchte an diesem Abend, wie er ausgelassen vor sich hinsingt, fröhlich und glücklich sein. Fliegenpilzräuchermännchen schaffen Stimmung beim Feiern, ebenso wie ein Hexenhaus aus Lebkuchen, das mit leckeren Marzipanfliegenpilzen verziert ist. Soweit der Herausgeber Wolfgang Bauer im wunderbaren Buch Der Fliegenpilz. Ja, ist ja gerade auch so ein spezielles Hype-Thema, gerade ganz große Mode, Amanita muscaria. Und wenn euch das Buch interessiert, stöbert mal in unserem Shop. Ich schreibe euch unten in den Shownotes natürlich auch den Direktlink zum Buch rein. Ja, und das führt uns doch gleich wieder zu unserer neuesten Ausgabe Lucys Rausch. Haben wir ja vorhin schon mal kurz drüber geredet. In der vorigen Ausgabe, wie gesagt, gibt es einen detaillierten Einblick mal auf issue.com, unten der Link in den Shownotes, ebenfalls eine limitierte Preview. Und da können wir wunderbar den Link mal schlagen vom Fliegenpilz zu Lucys Rausch, denn wir haben hier vom wunderbaren Kollegen Jonathan Ott den wunderbaren Artikel über muskimolbildende Pilze, die Amanitas. Und da geht es natürlich auch um den Fliegenpilz, aber auch um den Pantherpilz und andere Isoxazol-bildende Pilze. Also, wir haben im Heft noch viel, viel mehr, zum Beispiel auch zum Thema Pilze, vom Roman Maas, der ist ein quasi Reiseschriftsteller, einen tollen Artikel über eine Pilzreise durch Mexiko, ein Interview mit einem echten Barber, einem echten Sadhu, der auch auf dem Weg des Erwachens Psychedelika benutzt, ein Interview mit William Leonard Picard und. Wie gesagt, guckt euch mal an, was alles im neuen Heft euch erwartet. Und dann können wir gleich nochmal ganz kurz dazu sagen, wir haben ja gerade zwei Aktionen noch am Laufen, nämlich die Aktion Contact High, sozusagen Leser, Verben Leser. Da gibt es tolle Preise natürlich auch abzugreifen. Und die Aktion Flashback. Das heißt, ehemalige Abonnenten sind aufgefordert, doch wieder ein Abo aufzunehmen, das wir dringend brauchen. Und damit wir wissen, was wir in Zukunft besser machen können, was euch vielleicht fehlt, was euch zu viel ist, was ihr euch im Allgemeinen so wünscht, haben wir auch vor kurzem eine große Leserumfrage gestartet zum Thema Lucys Rausch und zum Nachtschattenverlag im Allgemeinen. Könnt ihr auch mal hinsurfen und macht doch einfach mit. Hier gibt's nicht nur für jeden Teilnehmer eine tolle Überraschung, sondern unter allen Teilnehmern werden auch tolle Preise verlost. Auch hier findet ihr den Link zur Umfrage unten in den Shownotes, ihr Lieben. Ja, und dann wollen wir euch natürlich noch dazu sagen, jetzt zur Weihnachtszeit, wenn ihr euer Weihnachtsgeld in neue Bücher investiert oder in Geschenke, zum Beispiel in Gutscheine vom Nachtschattenverlag oder in ein Abo Lucys Rausch oder in eines unserer zahlreichen Produkte aus dem Nachtschattenshop, so tut ihr uns einen riesen Gefallen, wenn ihr das bei uns direkt im Shop bestellt und nicht bei Amazon. Amazon räumt sich als Riesenbolide selbstständig so riesen Rabatte ein, an die wir gebunden sind, dass wir im Grunde genommen an den Medien, die wir über Amazon veräußern, nicht wirklich was verdienen. In der derzeitigen wirtschaftlichen Lage ziemlich heftig. Ja, Verlage, gerade Sachbuchverlage, knapsen grad. Deswegen machen wir auch wirklich regelmäßig Werbung, damit es den Nachtschattenverlag und auch Lucys Rausch auch in den nächsten Jahren noch geben kann, ihr Lieben. Werfen wir jetzt noch einmal einen Blick auf den vom Hanfmagazin herausgegebenen Adventskalender. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt und in der vorigen Folge hatten wir euch auch schon gezeigt, dass das Hanfmagazin wieder mal jetzt im zweiten Jahr eine ganze Batterie an tollen Hanf-Adventskalendern zusammengestellt hat. Dieses Jahr gibt es 12 verschiedene, unter denen ihr wählen könnt. Ja, und weil das Hanfmagazin mich gebeten hat, mal ein Unboxing zu machen, ich allerdings das Unboxing euch jetzt hier ersparen werde mit dem ganzen Auspacken
Packen von Sachen und so. Ein Blick in die Kisten können wir euch auf jeden Fall gewähren. Die sind voll mit tollen Geschenken. 24 plus 1. Und da sind zum Beispiel ganz tolle Sachen drin. Wir haben ja exemplarisch den Adventskalender für Grower. Und da ist zum einen beispielsweise für nach der Ernte ein Hashmaker, Shitshaker, Taschenpollinator drin. Von der Firma Black Leaf gesponsert. Das ist echt ein geiles Ding. Nach der Ernte eben, wenn ihr im nächsten Jahr eure drei Pflanzen in Deutschland mit maximal 50 Gramm anbauen dürft, könnt ihr dann, wenn ihr die Pflanzen geerntet habt, hier mit diesem Hashmaker, Shitshaker, Taschenpollinator euer Material veredeln. Dann weiterhin im Growers Kalender eine geile Schere zum Knippen von Pflanzen. Also ein richtig cooles, professionelles Teil und auch ein wertiges Geschenk. Also hier seht ihr, das sind keine kleinen billigen Werbegeschenke im Kalender. Und als drittes haben wir dann im Grow-Kalender, habe ich für euch ausgepackt, zwei Dosen mit Butan und DME, Dimethylether. Ja, die unter euch sich ein bisschen auskennen, wissen, was es damit auf sich hat. Das ist zum Herstellen potenter Extrakte, BHO, Butan, DHO, Diethylether. Ja, also wirklich richtig geile Sachen in den Kalendern. Dann haben wir im Kalender für Stoner, nicht für Stoner, für Hänfling im Allgemeinen, im Klassiker, haben wir unter anderem eine super leckere Flasche Hanfbier von der Firma Hanfland. Da lohnt sich's wirklich, mal einen Schluck zu probieren, wenn ihr denn abends ein Bierchen mögt. Und dann haben wir beispielsweise ein tolles Mundwasser, eine Mundspülung, ja, für alle, die an Kosmetik und Gesundheit interessiert sind, auf Basis von CBD und Olivenblattextrakt. Ja, ihr Lieben, also da seht ihr schon, da ist einiges abzugreifen. Die Kalender bieten wirklich fette Geschenke, ja, die deutlich hochpreisiger sind als das, was so ein Kalender kostet. Ich blende euch mal 12 Kalender, die es dieses Jahr gibt, ein und dann gucken wir mal, dass wir euch damit jetzt im Dezember bis zum Weihnachtstag jeden Tag eine kleine Überraschung bereiten können. Ja, ihr Lieben, das soll es für dieses Mal schon wieder fast gewesen sein. Wir kommen auf jeden Fall vor Weihnachten nochmal raus. Am 20. Dezember präsentieren wir euch die letzte Folge Nachtschattentelevision im Jahr 2023. Holt euch so lang Lucys Rausch Nummer 16, druckfrisch gerade erschienen. Alle Abonnenten haben sie längst im Briefkasten. Für alle anderen ist sie auch am Kiosk und natürlich im Nachtschattenshop und auf anderen Plattformen verfügbar. Ja, guckt auch mal rein. Wir haben ja hier zahlreiche tolle Inserenten auch immer drin. Die bieten euch als Lucys Leser exklusive Rabattcodes auch. Und wenn ihr keine Lust habt, im Heft rumzublättern, um die Rabattcodes zu finden, so haben wir euch doch die Highlights dieser Rabattcodes auch unten in den Shownotes mal notiert, sodass ihr da direkt draufklicken und unter Eingabe des Codes direkt rabattiert tolle Sachen ordern könnt für euch selbst oder als Weihnachtsgeschenk zum Jahresausklang für eure Lieben. Ja, apropos Jahresausklang, als letztes wie immer ein Hinweis zu den Terminen. Jetzt ist ja der Winter. Ich selber, ein kleiner Hinweis in eigener Sache, mache am 9. Dezember auf der Plattform von Christine Fuchs ein weiteres Live-Zoom auf Wunsch, auf vielfachen Wunsch der Leser und Zuschauer meiner Videoformate werde ich auf die Frage eingehen, was ist eigentlich das spirituelle Erwachen und was hat das mit dem psychedelischen Erleben gemeinsam? Respektive, haben diese beiden Dinge überhaupt irgendwas miteinander zu tun? Ja, so viel können wir schon verraten, aber was? Ja, das ist eine der wirklich häufig gestellten Fragen zur Zeit. Das interessiert euch doch sehr und da gehe ich dann in einer, maximal anderthalb Stunden darauf ein, am 9. Dezember. Ihr findet die Termine alle unten und alle weiteren Termine, die noch stattfinden, gestaffelt nach Veranstaltungsdatum, findet ihr auf unserer Internetseite lucys-magazin.com in der Rubrik Agenda. Die wird fortlaufend aktualisiert und da seht ihr jetzt schon, was diesen Winter und auch nächstes Jahr zu Jahresanfang so stattfindet. Ja, dann sind wir mal gespannt, was das nächste Jahr so bringen wird, ob es insgesamt vielleicht ein bisschen positiver alles wird. Wir wollen es hoffen. Ihr Lieben, bleibt uns gewogen. Bis ganz bald. Bis dann und tschüss.